So, meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie heute zum Technik-Talk. Kennen Sie den Blutdruck Ihrer Anlage? Ich darf Sie heute ganz herzlich aus Heidelberg begrüßen. Neben mir darf ich meinen Kollegen aus dem Produktmanagement begrüßen, Tobias Schmidt. Tobias, danke, dass du es heute einrichten konntest, zu dem Thema heute einiges beizutragen. Denn, ja, wie du gerade schon geschrieben hattest, oder besser gesagt, wie wir gerade das schon in der Präsentation lesen, kennst du den Blutdruck deiner Anlage oder kennen Sie den Blutdruck Ihrer Anlage? Das erste Mal, als ich es gelesen habe, habe ich mir gedacht, oh, verkaufen wir jetzt von ABB auch, ja, ich sag mal, Sportuhren? Haben wir was Neues im Produktportfolio? Aber es geht ja hier eher mehr auf Anlagen. Und du wirst uns heute mal, sag ich, zu dem Thema ein bisschen mehr Informationen bringen über das Produkt, welche Funktionalitäten und vor allem auch das Thema, was immer für uns wichtig ist, ist auch das Thema Lösungen. Welche Lösungen können wir oder haben Sie auch als Kunden natürlich, um ja, mehr Geschäft zu machen, mehr Service zu bieten und natürlich auch dem Kunden einen Mehrwert zu bieten? Folgende Themen werden wir heute kurz ansprechen, also die einfachen Lösungen für den Arbeitsalltag. Sie erfahren, wie ja, kostengünstig die Lösung ist zum Thema Instandhaltung von Anlagen, hier explizit für den, ja, für den Elektromotor. Wir sprechen über das Thema Kosteneinsparpotenziale. Wie hoch ist das Einsparpotenzial, wenn ich mir so eine Produktionsanlage anschaue? Wenn ein Elektromotor ausfällt, sind ja die Kosten, die Standzeiten ja höher, als wenn ich einen kleinen zusätzlichen Sensor montiere. Aber da kommen wir heute noch im Laufe des Tages drauf zu. Und natürlich auch die Wettbewerbsfähigkeit, um zu zeigen, wir oder Sie können mehr Service bieten, denn das Produkt ist ja schon seit, korrigiere mich, über einem Jahr auf dem Markt, Weit über einem Jahr. weit über einem Jahr auf dem Markt. Und ja, wir haben auch sehr gute Resonanz, sehr gutes Feedback und auch sehr viele Anlagen damit realisiert. Korrigiere mich, du kennst ja die Zahlen da ein bisschen besser. So, dann würde ich auch gleich an dich weitergeben. Fangen wir an. Kurze Einführung. Was machen wir heute Konkretes? Ja, zunächst einmal herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wie schon eingangs angesagt, Sportuhr für die Industrie, Fitnessarmband für die Industrie. Das mag für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen seltsam klingen, zeigt aber auch ganz gut, in welche Richtung sich das Ganze entwickelt, nämlich das Thema ist Digitalisierung. Und Sensorik hat es schon immer gegeben. Die Frage ist nur, wie wirtschaftlich vom Kosten-Nutzen-Verhältnis kann ich so etwas auch für viele Anlagen anwenden. Und ich meine, wir laufen ja auch nicht alle persönlich mit einem Dauer-EKG durch die Gegend, das machen wir vielleicht mal in 20 Jahren. Bin ich überzeugt von, gibt es verschiedene Trends. Gucken wir uns mal an, wie das Ganze im Blick der Instandhaltung für Niederspannungsmotoren heute aussieht und welche Trends dazu kommen. Und was wir eben heute sehen, ist tatsächlich wahnsinnig viele Motoren, teilweise niedrigpreisig, aber mit einer gewissen Kritikalität. Und man benötigt einfach anspruchsvolle Infrastruktur, um das zu überwachen. Also Monitoring-Equipment ist teilweise hochpräzise, aber auch extrem teuer und ich muss Fachpersonal haben und so weiter. Also einen Hebeleffekt da zu generieren, um vielleicht mehr Anlagen in Summe, eine Flotte oder so zu überwachen, ist schwierig. Und das ist so die Situation, von der wir kommen. Und was wir jetzt sehen, wir erleben das, glaube ich, auch schon, ne? Wir tragen die Teile auch mit uns herum. Wir haben ja, mobile Geräte auf der Arbeit, das wandert in die Industrie. Sie sehen ein schönes Bild von zwei Tablets mit Anwendungen, die sich da an Pumpen oder Motoren zu schaffen machen. Also mein Heizungsableser kommt auch immer mit so einem Datenbanksystem und tippt das dann alles ein. Das ist diese Datentransparenz im Betrieb. Das ist das, was steigt. Und mit erhöhter Datentransparenz schaffen sie auch im Hintergrund eine Automatisierung von den Auswertungen, von Zustandsbeurteilungen. Und das alles zusammen haben sie schon drei Trends auf der rechten Seite erkannt. Das führt natürlich dazu, wir gewöhnen uns dran. Sie sehen das Bild da unten, die Väter und Mütter unter uns, die wissen es auch natürlich. Das Ganze sieht man auch bei den Kids. Menschliche Gewohnheiten ändern sich und das ist einfach up to date und das wollen auch Leute in ihren Berufen auch integrieren. Und so sehen wir das eben auch in der Industrie am Beispiel von den Elektromotoren bei der Auswertung. Gut, dann kommen wir mal weiter zum nächsten Punkt. Darf ich mal kurz? Ich glaube. Genau. Einfach mal ein Vergleich. Blutdruck für die Industrieanlagen. Das klingt so ein bisschen smart, so auf den ersten Blick. Stellen Sie sich tatsächlich vor,
Das ist wie diese Geräte, die wir schon teilweise sehr häufig miteinander tragen, ne? Diese Fitnessarmbänder. Ja, ich trage ein anderes, möchte jetzt aber keine Werbung machen, aber viele tragen es natürlich. Mehr oder weniger, nicht nur zum Sport, sondern auch über den ganzen Tag. Einige benutzen sogar Schlafsensoren fürs Bett, damit man auch messen kann, ob sie gut geschlafen haben oder weniger gut geschlafen haben. Mhm. Und. Also die Vernetzung des Menschen findet ja schon wirklich aktiv statt. Und jetzt gehen wir, wie wir das gerade auf dem linken Bild sehen, gehen wir jetzt auch auf die Motoren. Genau. Sie sehen ja links eine alte Rumpelkiste. Besser kann man es nicht beschreiben. Das Ding hat sein Fitnessarmband bekommen. Und Sie sehen das auch rechts, es unterscheidet sich nicht von mir. Also das bin ich jetzt, nicht die nette Dame, die da gerade joggt. So gut sehe ich jetzt auch nicht aus. Und da sehen Sie, das Ding ist recht leicht dran zu montieren und bringt plötzlich diese Geräte, die irgendwie in der Gegend laufen, teilweise verrotten oder so, bringt es einfach dazu, Daten auf einmal in die Welt zu spielen. Und was für Daten sind das denn? Gucken wir uns das mal an. Wenn man sich den Mensch anschaut, klar, da geht es um so Themen wie Herz-Kreislauf-System, ne, man hat auch Ruhe und Schlaf, was gerade angesprochen, aber auch Bewegung. Ne. Wer misst nicht, wie viele Schritte am Tag er macht, das mache ich ja mittlerweile auch, hilft auch so ein bisschen den eigenen Rhythmus. Dazu noch, wie viele Kalorien und so weiter ich verbrauche, um zu gucken, habe ich mein Tagespensum erreicht oder bei einigen natürlich das Thema Puls, habe ich einen zu hohen Puls plötzlich, dass ich genervt, gestresst bin, das kann ich ja alles schön ablesen. Exakt. Und aus diesen kleinen Werten, sie sind nicht so präzise im Einzelnen, aber recht grob und dafür langfristig, kann man schon recht gut seinen eigenen Rhythmus erkennen und sich selbst auch verbessern. Und das ist beim Motor nicht anders. Also Sie sehen rechte Hand, das ist die klassische Kiste aufgeschnitten, die besteht aus Mechanik, aus Elektrik. Da entwickelt sich über Magnetismus und elektrische Ströme entwickelt sich Wärme. Die Motoren treiben auf einer Seite etwas an, teilweise vielleicht nicht gut ausgerichtet. Es werden Schwingungen aus der Anwendung übertragen oder von den Lagern zum Beispiel. Und die Kühlung ist auch noch so ein Thema. Und das sind alles solche Punkte, die im Betrieb irgendwann mal den Geist aufgeben können. Und wir schauen uns jetzt an, wie das Ganze mit so einem Fitnessarmband eben nicht mehr den Geist aufgibt, zumindest nicht plötzlich. Okay. Starten wir mal. Das Klassische, ich sag mal, die Messung findet am Handgelenk statt, bei mir zu Hause oder bei mir persönlich. Meine Freundin ist kein Freund davon, aber so das eine oder andere konnte ich ihr auch schon dazu zeigen. Hat ja doch schon gefallen mit dem Puls und alles. Dann gehen meine Daten meistens irgendwo ins Internet, verschwinden sie und dann sehe ich das übers Internet sehe ich eine Auswertung auf der rechten Seite, wie war mein Tag, wie ist mein Tag verlaufen, wie viel Bewegung hatte ich, wie lang stand ich. Jetzt natürlich hier als Moderator positiv, ich stehe wieder, mein Tracker nimmt es auf. Ein Algorithmus hängt dahinter, ich kann immer nachgucken die letzten Jahre und ich denke mit unserem Fitnessarmband für den Motor läuft es genauso, oder? Es ist fast gleich. Ja? Wenn Sie sich das mal anschauen, Sie haben sich jetzt vielleicht schon das Bild angeguckt, jetzt kommt einfach die Analogie dazu. Sie haben immer eine Mischung aus Messdaten und statischen Daten, Stammdaten. Ja? Also damit man später auch weiß, ist das vielleicht ein kleiner Motor, der physikalisch genauso läuft wie ein großer Motor. Sie nehmen jetzt, wie gesagt, Messdaten auf, Schritte, Schlaf, was weiß ich was. Beim Motor sind das natürlich Themen wie Schwingungen, Temperatur, aber auch das Magnetfeld kann man messen. Und das kombiniert mit dem Typenschild, ne? Also bei Ihnen ist das vielleicht der Perso, da steht so Ihr Alter drin, Ihr Gewicht, ne, das glaube ich nicht. Nein, das Gewicht nicht. Das variiert, aber eben die ganzen vielen Stammdaten, nennen Leistung, nennen Drehzahl, nennen Frequenz und so. Ja. Und das geht zusammen in ein Datenmodell, nichts anderes wie bei vielen anderen Internet-Services auch. Und da stecken eben Algorithmen, Zustandsbeurteilungsalgorithmen in dem Sinne, die das Ganze über die Historie auch überwachen. Mhm. Und da ist der Fokus auf den Trends. Und die können Sie ja auch schon rechts erkennen. Mhm. Das ist erstaunlich. Ich lese mir das ja auch jeden Tag mal aus, gucke ich rein und wie habe ich so geschlafen. Ich merke das, wenn ich auch einfach gestresst war. Das ist in der Instandhaltung nicht anders. Ne? Da will man auch wissen, wie lief das denn über die letzten Schichten? Mhm. Ja, wer hat da dran gearbeitet? Was wurde da gemacht? Und dann sehen Sie zum Beispiel unten, sehen Sie ein paar Motörchen aufgezäumt und da sehen Sie auch schon grün, gelb und gelb. Und dann fragen Sie sich, was denn dabei Geld passiert und dann klicken Sie sich da durch und kommen auf die Daten und sehen, da ist ein Schwellwert und von Schwingung angestiegen. Und das ist etwas, was vielleicht auch mal regelmäßig auftritt und das erkennen Sie nach und nach einfach in der Auswertung. Und klar, mein Fitnessarmband stellt das eben genauso dar, ist dann eben Aktivität und Blutdruck. Also habe ich einen schönen Verlauf für jeden meiner
Motoren, den ich angeschlossen habe, dass ich direkt sehen kann, wie ist der Trend, wie war der Verlauf in der Vergangenheit. Wenn ich in der Produktion halt gerade wie soll ich sagen, gerade eine Schicht habe, wo ich die Maschinen ein bisschen schneller laufen lasse, weil die Jungs ein bisschen schneller arbeiten als die vorige Schicht, könnte ich dann, sehe ich auch, wie die Maschine läuft und ob es eigentlich, ob diese ja, die Stufe für den Motor eigentlich von Vorteil ist, ihn auf dieser Stufe laufen zu lassen oder ist das schädlich, diese. Da kommen wir auch gleich zum Schluss auf ein paar Auswertungen, die du uns zeigst, wo man ja dieses genau nachverfolgen kann. Ist dann gerade dieser Zustand, in dem der Motor läuft, eigentlich für den Motor ideal oder sollte man nicht diesen Zustand gerade fahren? Exakt. So, Technik in Betriebnahme Nutzung. Wir haben jetzt ein bisschen über Datenmodelle gesprochen. Wir haben gesprochen, die Daten gehen in die Cloud. Wir haben jetzt über ein Produkt gesprochen, aber wir haben ja das seit über einem Jahr im Portfolio. Ich denke, da sind jetzt auch einige dazugekommen, natürlich einige Lösungen. Es ist ja nicht nur bei einem Sensor geblieben. Und natürlich, wie nehme ich das Produkt ein bisschen und wie mache ich die Inbetriebnahme? Ich denke, das ist dann auch immer so die Frage. Lässt es sich leicht über eine App? Muss ich irgendwas noch programmieren, irgendeinen Quellcode schreiben oder ist es Plug and Play? Aber ich denke, da gehen wir jetzt mal ein bisschen drauf ein. Genau. Zunächst einmal im Überblick. Das Thema ist nicht irgendwie eine Einzellösung für den einen Motor, sondern es ist tatsächlich über den Antriebsstrang gewachsen. Auch bei uns haben wir smarte Sensoren entwickelt. Also wir haben zum Beispiel das eine Produkt schon gesehen, ne, damit Sie mal auch ein bisschen Vergleich sehen, wie groß so ein Teil ist. Das ist der Smart Sensor für Elektromotoren bzw. auch für Pumpen. Okay, also den wir jetzt links sehen. Genau, links das gleiche Okay. Hardware-Modell mit anderer Firmware sieht man auch rechts. Und wenn man sich beim Motor anschaut, was da für Daten rauskommen, ist das schon eine Wucht. Und da sehen Sie, das ist ein Allrounder. Das ist kein hochpräzises Messinstrument, sondern ein langfristig arbeitender Allrounder, der Ihnen hilft, auch präzise Messungen dann vielleicht dort vorzunehmen, wo es nötig ist. Und da sind dann zwischenzeitlich ist als neuestes Kind der Familie ist auch ein kleiner Stehlagersensor hinzugekommen. Der ist fast schon so klein, dass man ihn gar nicht sieht. Aufschraubbar. Wow. Und da sehen Sie, da dreht sich alles um Schwingungen, Temperaturen und Lagerzustand. Also Okay. so gefühlt die größten Verschleißtreiber, die man so in den Antriebssträngen finden kann. Also ich sehe Schwingungen, Temperatur der Oberfläche, Lagerzustandsindikator, Drehzahl, Leistung, Frequenz, Betriebsstunden, also eigentlich alles, was ich von meinem Motor benötige an Informationen, kann ich daraus rausziehen. Ja, das gleiche für die Pumpe. Zwei separate Artikel oder handelt es sich hier um jeweils einen Artikel, den ich nutzen kann für die Pumpe oder für den Motor? Das sind momentan zwei separate Artikel. Ich denke, die Entwicklung wird da auch recht ähnlich sein, dass man irgendwann in der Software Klick sagt, ich hätte gerne die Pumpe ausgewertet oder den Motor. Okay. Das spielt dabei tatsächlich keine Rolle. Okay. Hier die Frage natürlich, können wir gleich eingehen, werden alle Daten gleichzeitig erfasst? Ja, also wir ziehen, in welchem Takt beziehen wir die Daten, wenn die gemessen werden? Standardmäßig ist das immer stündlich und Sie können dieses Messintervall auch noch abändern. Und wenn ich von Messintervall spreche, dann sind das tatsächlich alle diese Daten, die Sie dort sehen. Also Sie sehen alle Schwingungen in drei Dimensionen, Sie sehen die Temperaturen, die daraus berechneten Lagerzustände von diesen Daten wiederum zurückgespielt. Das sehen Sie alles auf einem Fleck. Es ist nicht so, dass Sie jetzt irgendwie dreimal am Tag das kriegen und zwölfmal am Tag das, sondern das ist immer alles in einem. Zu einem genauen Zeitpunkt. Genau. Okay. Du sprichst gerade auch über Motoren. Welche Motoren? Muss ich jetzt jedes Mal unsere schönen ABB-Motoren nur für unsere einsetzbar? Es gibt ja auch natürlich auch andere Motorenhersteller auf dem Markt. Für wen? Wo kann ich überall so einen Sensor einsetzen? Das geht tatsächlich an allen Motoren. Also wir haben beziehungsweise allen klassischen Industriemotoren, Asynchronmotoren, Synchronmotoren, also Drehstrommotoren. Das ist die große Vielfalt, die auch verbaut sind. Da sind sehr, sehr viele Standard- und Normmotoren dabei. Und da gibt es keine Einschränkung von uns selbst als Hersteller von Motoren. Das können Sie tatsächlich Plug and Play an einen Drittmotor hängen, Typenschilddaten korrekt eingeben und dann startet die Auswertung. Sehr gut. Ja. Ich sehe gerade, es kommen noch einige Fragen, auf die gehen wir gleich kurz am Schluss nochmal drauf ein. So, das nächste. Ja, die Systeme und die Komponenten, die ich dann halt dazu benötige. Einmal den Motor auf der linken Seite, die Befestigung. Du hast hier ein kleines Beispiel mitgebracht, so eine Befestigung, die ich seitlich ja an den Kühlrippen montieren kann. Und ja, dann übergebe ich wieder weiter an dich.
Genau, also hier ist mal das System zu sehen. Man hat links ein paar Beispiele, ein paar Eindrücke aus der Realität. Mhm. Ja, da sehen Sie quasi die ganzen Kandidaten mit ihren Fitnessarmbändern. Sie sehen, das können kleine Motoren sein, können aber auch große Motoren sein. Auch wann Sie so etwas auswählen, das ist dann auch für Sie die Frage, wie kritisch sowas ist oder wie kritisch ist das bei Ihrem Kunden. Mhm. Daraus ergibt sich dann auch die Notwendigkeit. Also ich muss das auch nicht sofort bei einem neuen Motor montieren. Ich kann die Bestandsanlage, die ich habe, beim Kunden vorbeifahren und sagen, du hast ja ein paar kritische Anlagen, die, wenn es ausfällt, wird es teuer. Jede mhm. Ausfallminute oder jede Ausfallstunde zum Beispiel in der Automobilbranche ist richtig teuer. Mhm. Wenn es ausfällt, kann ich auch einfach ganz normal nachrüsten. Ganz genau. Okay. Und das ist auch, denke ich, der Beweis, dadurch, dass da auch so sehr viel Zulauf ist, weil wenn wir das jetzt anfangen, an Neumotoren auszuwerten, dann dauert es ja noch Ewigkeiten, bis wir irgendwann mal merken, okay, jetzt wird es interessant. Ne, im Gegenteil, und das zeigt auch, da ist Interesse da, weil Menschen wechseln auch in ihren Berufen. Ja, und die Leute, die vielleicht vor 10 Jahren die Motoren integriert haben und die Daten dazu verwaltet haben, ich glaube, das kennen wir aus allen Unternehmen. Und da haben sie halt eine Durchgängigkeit von den Daten. Und was Sie da links sehen, sind dann quasi die Sensoren, die senden. Mhm. Und zwar über zwei Wege. Zum einen ist es Bluetooth, das ist das Protokoll. Das kennen wir jetzt eher aus der Hosentasche oder von den Speakern daheim. Ist aber tatsächlich auch ein Industriefunkprotokoll. Und das kann man zum einen entweder über die Smartphone-App machen. Die nutzt man in dem Sinne dafür. Ist auch ganz bequem, weil man mal vor dem Motor stehen kann. Oder eben automatisiert. Das geht auch gleichzeitig über ein Gateway. Das sieht aus wie so eine Art Wi-Fi-Router. Und das funkt dann zu einem ABB-System. Und dort findet eben diese Algorithmenverrechnung statt. Ja. Und Sie sehen dann über App, beziehungsweise auch ein Webportal mit etwas größerer Ansicht, kann man dann die Daten sich anschauen. Okay. Also ich benötige jedes Mal eine Internetverbindung, damit die Daten einfach über diesen Algorithmus, der jetzt nicht auf dem Sensor sich befindet, sondern sich in der Cloud befindet, ausgewertet wird und ich dann natürlich auch verschiedene Motoren miteinander vergleichen kann, zum Beispiel. Genau, okay. So. Weiterhin registrieren, App-Installation und die klassische Inbetriebnahme. Genau, da sehen wir eigentlich das, was wir vielleicht bei Geräten, die wir auch mit Apps schon in Betrieb nehmen, auch zu Hause, ist das der übliche Ablauf. Will ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen, Ihnen auch einfach ein bisschen den Überblick geben, wie simpel das ist. Man registriert sich, klar, ohne Account geht nichts mehr heutzutage. Man downloadet sich die App und dann nimmt man sich so ein Gerät, scannt dann einen Code ein und über diesen Code weiß die App dann, was für ein Gerät das ist. Und dann können Sie mit der Aktivierung starten, mit der Konfiguration. Ne, Sie konfigurieren das Ding im Sinne von Typenschild, also Alter, Gewicht und so weiter. Und dann ist das Ding fertig angelegt. Und deswegen nochmal zum Thema Quellcode und Programmieren. Ja. Sie müssen da nichts weiter machen. Das ist automatisch angelegt im System. Thema, fange ich mal, ganz böses Thema an. Wir schicken alles in die Cloud. Cyber Security, Datensicherheit, wie sieht es damit aus? Standardmäßig abgesichert, so wie es über die meisten dieser größeren Services heutzutage auch gemacht wird. Wir sind da selbst nicht ein Cloud-Bauer, wir betreiben da nicht ein eigenes Serverzentrum. Im Gegenteil, wir sind auch natürlich verpartnert, so wie jedes andere Unternehmen. Und wir nutzen da auch die Up-to-Date-Sicherheit. Mhm. Wobei man auch immer sagen muss, was wir auch machen, das ist, denke ich, auch sehr vorteilhaft. Wir nehmen ja grobe Messwerte. Ja. Wir haben da auch gar keine Möglichkeit einzuwirken, so wie es vielleicht bei anderen Anbindungstechnologien der Fall ist. Ja. Das ist nicht der Fall. Im Gegenteil, wir bieten eigentlich unseren Kunden den Mehrwert, dass man eben diese ganze Entwicklungsdynamik verfolgen kann, während man nicht jedes Mal hinlaufen muss zum Firmware-Updaten, irgendwelche Softwaren verwalten und so weiter. Das sind ja die Vorteile. Und das ist die Schnelligkeit, die, denke ich, auch so eine gehetzte Truppe wie die Instandhaltung auch gebrauchen kann. Mhm. Ja. Gut, von Konfiguration wird das Ding montiert, dann starten Sie mit dem Datenabruf und dann können Sie sich noch überlegen, wie baue ich vielleicht eine Nutzerverwaltung auf, dass ich also sagen kann, Müller, Meier und Schulze, die dürfen den Betrieb sehen. Der Dienstleister, der darf jetzt heute auch mal reingucken, dann nehme ich ihn aber wieder raus. Das ist tatsächlich recht easy. Also wenn ich einen Service für Motoren zum Beispiel bei unterschiedlichen Firmen mache, kann ich diese auf meinem Account anmelden und kann auch dem Kunden sozusagen seine Motoren anzeigen lassen, dass er sich selber im Portal sieht. Genau. Oder dass sich anschaut, wie seine Motoren gerade funktionieren. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, denn diese Nutzerverwaltung ermöglicht auch sehr, sehr viele Dienstleistermodelle. Mhm. Also dieses Produkt können Sie sich selbst kaufen, an Ihren Motor hängen und angucken. Mhm. Sie können es aber auch tatsächlich kaufen
Sie können auch Ihren Dienstleister, der vielleicht öfters mal Revisionen macht, mitgucken lassen. Sie können aber auch sich das Ding leasen, verleasen lassen. Sie können das theoretisch, wenn Sie Dienstleister sind, können Sie das an Ihre Kunden über eine Art Auswerteservice auch einfach ins Spiel bringen. Mhm. Das ist auch letzten Endes nur eine Art Träger, um mit den Daten eine Verbesserung im Betrieb zu erzielen. Um natürlich auch die Lebensdauer der Motoren zu verlängern. Exakt, ja. Denn ich sehe einen Trend, ich sehe einen Tagesverlauf, ich sehe einen Wochenverlauf, wie die Maschine gelaufen ist, wo die Peaks sind. Da kommen wir auch gleich drauf, um wie so ein Trend ungefähr aussieht, um dann zu sagen, wie lang kann die Lebensdauer, wie verlängert sich die Lebensdauer des Motors? Mhm. Natürlich. Gut. So, ich habe mich angemeldet, Nutzerverwaltung, alles angelegt. Ja, und dann kommen wir eigentlich zur Analyse, zur Softwarekomponente eigentlich. Genau. Das Kleinste. Ja, sozusagen. Das ist das, wo auch immer so ein bisschen die Selbstverständlichkeit immer da ist, wo man denkt, ja, das muss doch da sein. Man weiß manchmal gar nicht, was im Hintergrund alles geleistet wird, um eben diese einfachen Abbildungen zu bekommen. Das kennen wir auch von Google Maps. Also wer mal in Nürnberg auf der Autobahn stand und vor ihm hat sich ein Stau entwickelt, und Google Maps sagt in dem Moment, fahr hier sofort raus, in 200 Metern. Genau. Der weiß, wie mächtig dieses Cloud Computing werden kann. Mhm. Und hier sehen wir jetzt einfach das Abbild, also das sind mal ein paar Beispiele. Da sieht man links jetzt drei Screenshots aus der App heraus, da kann man sich die Trenddaten angucken, kann auch Werte vergleichen, das kann man auch vor dem Motor machen, dann hat man auch so ein bisschen die Umgebungseinflüsse. Ja. Und klar, in der App selbst hat man dann auch seine Listenansicht, das ist wie so eine Art Verwaltung, man hat eine Art Ampelansicht, das ist sehr auf einfach gemacht. Sie müssen da kein Schwingungsmessfachtechniker sein, um das zu bedienen oder um das interpretieren zu können. Sie merken, das läuft auf einem guten Level. Das sind vielleicht auch die Gutdaten, die man anfangs auch mal so eingemessen hat. Und dann verändert sich was. Und dann können Sie anfangen zu überlegen, an welcher Schraube drehe ich. Also entweder das Lager vibriert ein bisschen mehr, dadurch kriege ich mehr Vibration. Oder so der Klassiker, in den Räumen wird die Kühlung abgeschaltet. Plötzlich wird die Umgebungstemperatur ganz schön warm, der Motor wird wärmer. Diese ganzen Werte. Ja, tatsächlich. Zeige ich mir. Also, oder kann ich mir ansehen. Man fokussiert sich auch recht schnell immer darauf, dass man so in das Magische eintauchen will, nämlich den Lagerzustand. Und der ist ja immer schuld. Und Sie glauben auch nicht, wie viele menschliche Fehler oder zu optimierende Betriebsabläufe man über das System auch einfach aufgefunden hat. Eben weil man eben erkannt hat, dass die Kühlung vielleicht nicht optimal ist. Und das liegt daran, weil irgendeiner eine Tür geschlossen hat, die komischerweise zum Kühlkreislauf gehört. Es hat auch Ausfälle verhindert. Also es sind tatsächlich von physikalisch-mechanisch verschleißbedingten Fehlerquellen geht das aber auch weit hinein bis in die organisatorischen oder vielleicht auch menschlichen Fehler. Und das kann man, wie gesagt, optimieren. Man kriegt ein Gefühl dafür. Und rechts sieht man auch das Ganze nochmal in einem Webportal. Das heißt auch für die, ich denke, in der Instandhaltung hat man immer so ein bisschen seine kleine Leitwarte. So, da kann man sich das dann aufschalten und nochmal mit den Kollegen vielleicht auch in der Frühschicht besprechen. Kann überlegen, so war es die letzten Tage, jetzt müssen wir so langsam ran. Gibt es viele, viele Möglichkeiten, an diese Daten ranzukommen. Okay, super. So, Mehrwert. Was generieren wir alles? Mehrwert. Genau. Also, wir generieren nicht nur Daten, wir generieren auch Mehrwert. Und der hat sich schon öfters gezeigt, wie schon angedeutet, recht verschieden. Was wir hier sehen, das sind zwei Beispiele. Da hatten wir über diesen Algorithmus, der uns den Lagerzustand ermittelt. Kurzer Exkurs. Lagerschwingungen sind ja geometrisch bestimmt aufgrund der Lagergeometrie. Und je nachdem, wenn dann immer die einzelnen Wälzkörper über irgendwelche Macken rollen, dann erkennt man über diese Frequenzen in der Schwingung raus, das kommt von dort. Mhm. Und das ist das, was dieser Lagerzustandsindex auch herausfinden kann. Mhm. Und der arbeitet wie eine Art Seismograph. Das heißt, immer wenn diese Schwingungen auftreten und stärker werden, dann schlägt er einfach aus. Mhm. Das ist ein dimensionsloser Wert. Und den sehen wir hier in zwei Beispielen. Also hier links unten zum Beispiel. Jeder Peak bedeutet, ich habe eine zu hohe Schwingung. Ja, definitiv. Da ist auf jeden Fall eine Menge mechanischer Verschleiß in dem Lager drin. Das sind jetzt klassische Wälzlager. Mhm. Und was jetzt der Mehrwert ist, ist nicht zu sagen, bei einem Motor, der für uns 5.000 Euro wert ist, da ist es im Lager genau diese eine Ursache, sondern die Schwierigkeit oder die Herausforderung ist die zu sagen, wir haben 200 Motoren und 5 von denen haben dieses Anzeichen. Dann können Sie auch Ihren Schwingungsfachmann dorthin schicken. Der misst Ihnen das durch. Und dann können Sie valide auch sagen, das ist der Grund, dort zu tauschen. Okay. Und so kann man eben halt auch diese ganzen Regelintervalle, die oftmals mit viel Sicherheit auch teuer erkauft sind, die kann man dann auch eben reduzieren. Ja, und das sehen wir links und rechts. Da ist dieser Lagerzustandsindex mal richtig quasi
als hochgeschwungen. Hier sehe ich es genau, ja. Genau, also links quasi der kritische Fall, rechts ist mehr so der Warnzustand. Und dort wissen die Aussagen von den beiden Firmen, das sind ja alle möglichen Fabriken, die das machen, ist einfach, wir haben die Nadel im Steckhaufen, die Stecknadel im Heuhaufen gefunden. Verwechsel ich immer dieses Ding. Und so weiß man einfach, dort ist in dem Motor was. Den gucke ich mir im nächsten Intervall an, obwohl er vielleicht erst im übernächsten drin ist. Oder ich ziehe den Service, die Wartung vor. Zum Beispiel. Genau. Ich sehe hier gerade so ein ganz kleines, ich hoffe, Sie sehen es auch ein bisschen, Alarm, einmal in Rot, einmal gelb, einmal rot. Das heißt, ich kann mir hier auch, wenn ich eine bestimmte Schwingung erreicht habe, einen Alarm setzen. Mhm. Kriege ich eine Nachricht dafür? Oder? Ja, natürlich. Also man kann von der Analyse aus dem Portal heraus über die Schwellwerteinstellung bis hin zu E-Mail-Benachrichtigung kann man sich das auch so auf sein Komfortlevel einstellen. Mhm. Die wichtige Botschaft ist immer, man sagt ja immer, das ist wieder ein Tool neben 20 anderen. Sie müssen ja nicht dauerhaft reingucken. Sie kriegen ja eine Warnung, dass da etwas am Motor ist. Und dann schauen Sie mal per Klick in das Tool rein und schauen sich direkt die Daten an. Sie müssen da ja nichts irgendwie groß konfigurieren oder so. Und es geht einfach nur darum, die Entscheidungsunterstützung einfach zu verbessern. Ja, wenn man Wartung von außen so einen Motor macht, ja, sieht älter aus, schön. Ja, viele messen auch immer so und haben das dann vom Gefühl her. Sie haben belastbare Daten. Man kann das vor allem vergleichen mit anderen Motoren und daraus ergibt sich, denke ich, eine bessere Entscheidung. Okay. Gut, und dann hatten wir jetzt hier mal ganz, ganz interessante Beispiele. Das, wonach alle immer geifern, ist, dass das Teil immer den Ausfall verhindert, ne? So als reaktiven Vorteil. Und das sehen wir links. Ne? Da ist tatsächlich ein Getriebe abgeschmiert. Und da sieht man, das ist jetzt über drei Monate. Also jetzt nicht am Motor, sondern am Getriebe. Genau, nämlich am Antriebsstrang in einem Getriebe. Ja. Und sehr wichtig, dieses Ding hört ja mit über den Antriebsstrang. Das heißt, der Mehrwert erstreckt sich zu einem gewissen Prozent oder zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch noch über die rotierenden Elemente über den Strang hinweg. Und da sehen Sie, da ist innerhalb einer Woche, das kann man etwas knapp erkennen, ist eben so ein Lager kaputt gegangen. Dann wurde das instand gesetzt und die Papiermaschine konnte dann jetzt ohne irgendwelche ungeplanten Ausfälle konnte wieder geplant weiterlaufen. Und das ist dieser typische reaktive Vorteil. Der ist natürlich vorhanden. Ja. Nicht jetzt in allen Verschleißfällen, aber in sehr, sehr, sehr vielen. Und rechter Hand sehen wir die andere Seite, nämlich das Proaktive. Da hat man nämlich gemerkt, dass bei gewissen Bandgeschwindigkeiten an einem Motor oder irgendwo da am Antrieb gewisse Resonanzschwingungen auftreten, die sie so nicht kannten. Mhm. Und die Antriebstechniker wissen, das kann man ausblenden von den Frequenzen. Das hilft natürlich auch, um künftige Schadensquellen auch direkt schon zu vermeiden. Ne? Und da kommen sie auch in der Lernphase. Da kommen sie einfach dorthin, dass sie einfach mehr über sich selbst im wahrsten Sinne des Wortes herausfinden. Okay. Ja, und hier hatten wir jetzt noch zwei schöne Beispiele. Linker Hand hatten wir einen Lüfter, der verschmutzt aufgrund des Zellstoffs in der Luft. Ja. Und zwar so dermaßen, dass der fast wöchentlich so eine große Unwucht bekommt, der muss geputzt werden. Und es ist schon mal ein Lüfterrad ausgebrochen, also ein Flügel. Wow. Okay. Und da haben wir es natürlich auch mit Menschenleben zu tun. Das ist brandgefährlich, kann tödlich enden. Und hier ist der Mehrwert ganz einfach. Die Leute wissen, wann sie putzen. Mhm. Also recht simples Beispiel, wenn der Warnwert konfiguriert ist. Eine Lüftungsanlage, bevor sie komplett wieder ausfällt, wie hier und der irgendeine Komponente ausbricht und Personenschaden entsteht, dann sieht man es genau. Ja, schönes Bild, genau perfekt zu sehen. Nach Reinigung auch wieder recht smooth. Ja, und rechter Hand, auch ein ganz interessantes Beispiel. Da sieht man auch einfach, rot ist die Temperatur. Man kann sich noch an den letzten Winter erinnern. Ja. Draußen hing der Motor. Und was Sie in blau sehen, sind Schwingungen. Und Sie sehen, wenn die Temperatur, die rote Kurve, so zum Nullpunkt kommt oder darunter geht, dann steigen die Schwingungen extrem an. Und das ist ein ganz klarer Hinweis, das Schmiermittel ist falsch oder die Schmierung ist einfach falsch. Mhm, ja. Und das sind so banale Gründe. Allein bei Niederspannungsmotoren ist die falsche Wahl des Schmiermittels oder eine Vermischung von verschiedenen Schmiermitteln einer der häufigsten Gründe, dass Lager kaputt gehen. Mhm. Ja, also auch hier haben Sie einfach einen Hinweis, wie Sie das künftig besser machen können. Und da haben Sie natürlich dann Ausfälle sicherlich erspart. Und deswegen auch die Frage von dem einen Kollegen, wie wirkt sich das auf die Lebensdauer aus? Sie können natürlich eine Lebensdauer dann gegebenenfalls auf 1-2 Jahre erweitern. Also nicht nur einen Motor künstlich am Leben halten, wenn er schon einen Schaden hat, sondern eben auch künftig frühzeitig solche Quellen eliminieren. Um solche Schadenquellen wie hier zu sehen, hier in diesem Block sehen wir richtig, wie die Schwingung nach oben geht. Und die Temperatur hier unten zu sehen, schön in die Minusgrade, das heißt, der Motor stirbt eigentlich durch seine
Arbeit an uns selbst. Ja, und wenn man sich überlegt, das ist jetzt ein kleiner Motor, der ist vielleicht so groß. Ja. Das Problem ist aber, der hängt oben am Dach draußen. Haben Sie die Hebebühne parat? Haben Sie den Motor vielleicht im Lager? Wie auch immer. Und wenn das jetzt eine Lüfteranlage ist, die vielleicht recht kritisch ist und irgendwie einen Ofen abkühlt, der weiterlaufen muss, das sind diese Abhängigkeitsketten und da können Sie halt mit solchen leichten Tools, mit solchen Fitnessarmbändern tatsächlich einen recht starken Hebeleffekt erzielen. Super. Thema kam hier noch so die Frage, Montage, so nur montieren, so auch? Ja, also man sieht das immer ganz schön. Man hat ja auch die sozusagen die Ausrichtung der Schwingungsmessung. Man muss das immer schön entlang der Achse, also die Längsseite immer entlang der Antriebsachse montieren. Okay. Sonst können Sie das drumherum oder wenn das ein Vertikalmotor ist, können Sie das quasi so montieren. Ja, das ist recht bequem. Für irgendeinen bestimmten Leistungsbereich, so ab 0,75 kW aufwärts bis. Ist tatsächlich eher größer, also wir fangen schon eher im Kilowattbereich an. Okay. Allerdings, das kann von 11 Kilowatt gehen bis zum Megawattbereich. Also wie gesagt, die große Masse sind sicherlich bei den Dutzenden bis Hunderten Kilowatt. Ne? Das sind so die großen, schweren und auch oftmals eher kritischen Motoren. Okay. Ja. So, kommen wir aufs Fazit zum unseren Fitnessarmband. Genau, hier nochmal zum Vergleich. Einfach, dass es, Sie sehen, Sie haben so ein Ding vielleicht gerade selbst am Handgelenk. Was für Daten kriegen Sie denn raus? Blutdruck, Stress, Aktivität, Schritte, Training, Schlafphasen, alles Mögliche. Das ist beim Motor natürlich auch so. Sie haben nicht nur die physikalischen Daten, wie jetzt Blutdruck, also Schwingungen oder Temperatur, sondern Sie haben auch schon Betriebsdaten. Ne? Schlaf ist ja jetzt kein physikalischer Wert, sondern etwas Berechnetes. Ja. Und das sehen Sie hier auch. Betriebszeit, Anzahl Starts. Auch das Thema sollte ich vielleicht mal nachschmieren, der Lagerzustand, das sind ja Werte, die aus den physikalischen Werten auch berechnet wurden. Die kriegt man erstmal raus. Mhm. Und was mache ich dann damit? Vielleicht auch mal, um den Mehrwert von den Fitnessarmbändern auch zu beleuchten. Zunächst einmal, man lernt seinen eigenen Rhythmus auch zu kennen. Mhm. Und wir wissen alle, Januar melden wir uns wieder im Fitnessstudio an, dann machen wir das 2 Monate. Weihnachten und dann versprechen wir uns natürlich, wir werden mehr an unserer Gesundheit tun. Ja. Genau. Und so, dann geht das los und dann irgendwie verlieren Sie die Motivation. Es liegt einfach, denke ich, daran, dass Ihr Feedback-System nicht so richtig passt. Und da haben Sie eben eins. Ne? Sie wissen einfach immer, wie das Ding läuft. Und zwar beständig, nicht hochpräzise, aber immer beständig. Und jetzt für die ganzen Büro-Tiger unter uns, Sie sitzen sehr viel, Sie fahren im Auto zur Arbeit, sitzen, fahren im Auto wieder zurück und legen sich hin. Das ist für Ihren Rücken auch nicht so toll. Bewegung, Schritte, auf die Schritte achten. Und das sind Dinge, die man auch beim Elektromotor eben auch hat. Also, dass man einfach weiß, wie läuft denn der Antrieb wirklich? Wie belastet ist er vielleicht? Das kann man auch über die Leistungsanzeige auch ablesen. Und entsprechend in welchen Umgebungsbedingungen arbeitet er? Weil nicht jeder Motor ist partout von der Verschleißcharakteristik genau gleich. Mhm. Ja, und was man daraus dann eben ableiten kann, ist, kann ich vielleicht das Intervall anpassen, wann ich mir den mal anschaue, wann ich den vielleicht repariere oder wann ich eine präzise Messung mal vornehme, um jetzt zu sagen, ein Jahr hebt er mir noch, wir wollen jetzt wissen, wann genau. Und am Ende, so in die Zukunft, weiß man auch bei diesen Antriebsstellen, wo diese Motoren derzeit drauf sitzen, wissen Sie vielleicht auch, wir brauchen einen Motor, der kleiner dimensioniert ist, größer dimensioniert ist. Mhm. So erzielen Sie auch für den Einkauf Einsparungen und insbesondere über den Betrieb die Total Cost. Ja. Ja. Gut, und der Mehrwert am Ende des Tages? Ich persönlich kann von mir sprechen. Ich hatte dieses Jahr extremes Rückenleiden, saß sehr viel. Das habe ich mittlerweile unter Kontrolle, weil ich permanent auch darauf achte, dass die Bewegungen, dass die Schritte einfach passen. Ich bin auch geistiger fit über den Tag, ne, über das Training und so weiter, einfach weil ich das mir auch vergewissere. Ich bin jetzt aber auch kein Selbstpusher. Sie sehen, ich bin jetzt auch nicht hier der Superathletischste. Das ist wirklich für jedermann. Und für jedermann heißt auch für den Motor, für jedermann, ne, für die große Masse. Und da ist halt das Thema Ausfallvermeidung, Verfügbarkeitserhöhung. Wenn Sie jetzt 20.000 Euro spontane Ausfallkosten sparen, dann rechnen Sie das auf Ihr Unternehmensergebnis drauf. Sie gewinnen Zeit in der Reaktion. Das ist auch jetzt für den Menschen, der damit zu tun hat, auch ein sehr, sehr wichtiger Vorteil. Und am Ende des Tages können die Planer und die Zahlenschubser natürlich dann auch Kosten und so weiter gegebenenfalls vielleicht besser einplanen. Genau, ich weiß, wann ich meine nächste Wartung am besten machen sollte, ob ich vielleicht die Wartung vorziehen kann. Oder noch natürlich, damit ich alle Leute mal kurz in den Urlaub schicke und dann nach der Urlaubssaison die Wartung mache. Das kann ich dann hiermit schön vorausplanen, um einfach zu gucken, passen meine Ressourcen und natürlich meine Kosten einzusparen und besser zu planen.
Ja, und das Thema Energieeinsparung, da haben wir dann ja auch, denn wenn ein Motor in der kritischen Phase ist, sage ich mal, zieht er auch immer ein bisschen mehr Leistung. Ja, das erspare ich mir eigentlich, diesen Zustand Ja, genau. dadurch. Energiesparung ist ja auch ein typisches Thema. Das kennen wir auch von unseren Frequenzumrichtern. Überall kann man sparen. Das ist bis heute immer noch nicht in der ganzen Industrie angekommen. Und über die Daten wissen sie halt auch einfach, wenn der schafft, der Motor, dann braucht er auch Energie. Und wenn er im Verschleiß ist, insbesondere über Lager oder andere Dinge aus der Anwendung heraus, dann schafft er dagegen, dann zieht er mehr Strom. Und das sind Dinge, die man eben über dieses kluge Wissen gegebenenfalls auch dann künftig optimieren kann. Und dann spart man auch Energie. Sehr gut. Jetzt kommt gerade noch eine Frage oder kam gerade noch eine kurze Frage rein unter 10 kW Motoren. Ja, nein? Pauschal ja, also das geht technisch. Okay. Es ist nur oftmals so, für den einen sind 10 kW Motoren Spielmotoren und für den anderen sind sie einfach wichtig, weil irgendwo an sonderbaren Stellen montiert oder eben in hoher Anzahl einfach verbaut. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie kritisch die Anwendung tatsächlich ist. Technisch geht das, das ist kein Richtig. Unterschied. Also Messwerte, Auswertung können wir damit ohne Probleme Ja, fahren. Okay. das ist kein Problem. Sie sehen vielleicht mal auch einen ABB-Vertreter, der hat dann so eine Demo-Kiste oder so mit sich. Das sind auch kleine Motoren, das ist sogar noch viel, viel weniger. Das ist standardmäßig. Also Okay. technisch können Sie das. Okay. Also sind auch für diese kleinen Motoren geeignet. Ist safe, genau. Genau, weil du sagtest gerade ab 11 kW. Aber auch unter 10 kW ist technisch kein Problem und sind natürlich auswertbar. Es ist einfach die Empfehlung. Ja. Okay. Ja, Fazit. Anlagenoptimierung kann ich garantieren. Kann ich alles umsetzen. Energieeinsparung. Wartungsintervalle kann ich jetzt besser realisieren. Kann mir anschauen, ist mein Motor oder sind meine Motoren gerade im richtigen Zustand? Sind meine Betriebsabläufe richtig? Ist die, ja, vielleicht die Kupplung, war ja ein schönes Beispiel auch mit der Kupplung zu sehen, liegt mal nicht mal am Motor, sondern liegt an der Kupplung. Ja, was soll ich sonst noch sagen? Es ist einfach und kostengünstig. Das ist der Fokus. Das sollen wirklich alle im Betrieb auch anwenden können. Wir hatten vielleicht ein bisschen Feedback aus dem Nähkästchen sprechen. Es gibt Werksleiter, die damit dann völlig beeindruckt dann immer durch die Gegend laufen und sich so ein Bild machen, wie läuft das, die das vorantreiben. Es gibt Instandhalter, die das auch ganz gerne einfach machen. Es gibt Leute, die oder Kunden, die organisieren sich dann in Teams, die schalten ihre Dienstleister mit rein. Das hat ziemlich viele Vorteile, weil sie einfach den Anfangsinvest in so eine Technologie, der ist wahnsinnig niedrig. Ja, also sie können sich so einen Sensor und dieses ganze System, das können sie sich im Kleinen kaufen und können es komplett testen und dann am Ende sagen, so, jetzt mache ich es dann bei meinen Zähnen. Sie müssen nicht ein schweres Equipment holen, was ihnen dann überall den Mehrwert erzielen muss, damit das wieder reinkommt. Sie Ich brauche können. keine zusätzliche Verkabelung irgendwo, wie Nee. ich noch auf die Nee. Motoren setzen Nee. muss, um irgendwo noch einen Datenlogger mitlaufen lassen muss, sondern ja, ich habe das kleine Ding hier. Genau, es ist wie gesagt einfach. Und da kommt man, denke ich, schnell auch in die Tür. Auch bei Kunden in der Industrie. Und es ist am Ende des Tages, wenn man auch so das Wörtchen da verkaufen liest, das ist insbesondere für Distributoren, für Dienstleister. Es ist ein wahnsinnig sexy Produkt. Also damit kommen sie immer bei Kunden rein. Viele kennen sich damit nicht aus, obwohl sie sowas sicherlich in anderer Form in ihrer Tasche tragen oder am Handgelenk. Das ist einfach ein Gesprächsthema und daraus leiten sich so viele Gespräche über Servicebedarf und so weiter ab. Also das ist schon ein derzeitiger Pluspunkt. Und wir haben noch nicht über Industrie 4.0 gesprochen. Ja, also es wiegt sich quasi so in diesen allgemeinen Trend, den wir auch gerade in der Branche erleben, auch ein. Gut, super. Ja, wo finde ich noch weitere Informationen? Wir werden nach dem Technik-Talk auch noch auf der Internetseite kurz mal einen Link zu dem Produkt darstellen oder anzeigen lassen. Ich kann es aber auch kurz zeigen. Wir haben da. Ich habe schon die Excel-Liste mal kurz aufgemacht. Im Internet finden Sie natürlich die Informationen. Am besten, ich sage immer, gehen Sie am besten bei einem Suchdienstleister rein, tippen Ihrer Sie Wahl. ein, Ihrer Wahl, tippen Sie ABB Smart Sensor für Motoren ein und dann kommen Sie eigentlich auf dieser Seite auch gleich raus. Genau. Unsere Internetseite ist immer ein bisschen verschachtelt. Man kann gerne unter Produkte, Leistung, Motoren, Generatoren, Motoren und Generatorservice und erweitertes Serviceangebot schauen. Ich empfehle, gehen Sie beim Suchdienstleister rein, tippen Sie es ein und Sie finden es. Ja, die wichtigsten Informationen finde ich hier. ABB Ability ist Industrie 4.0, du hast es kurz erwähnt.
Aber hier finden Sie eigentlich halt hauptsächlich auch die Informationen zu dem Smart Sensor mit den Inhalten. Wir haben auch eine vernünftige FAQ-Seite aufgebaut, wo mit welchen Geräten es getestet wurde oder welche Geräte nicht zu empfehlen sind in der Handhabung. Also auch diese Inhalte, ja, stehen jetzt zur Verfügung. So, und dann stelle ich mal noch kurz die Frage, haben Sie weitere Fragen? Vielleicht tippt noch jemand eine kurze Frage. Rechts unten können Sie haben Sie die Möglichkeit, im Fenster eine Frage reinzustellen. Oder Sie sind derzeit alle auf der FAQ-Seite. Oder Sie sind Dann, schon alle im Internet und suchen hätten wir gerade. das Ziel zumindest erfüllt. So, auch mal ein Lob. Das ist mal schön. Ja, vielen Vielen Dank. Dank, ja. Das denke ich immer mal ganz gut zu wissen, wie die Schleife ist. Auch wir bemühen uns, das Ganze so nahe zu bringen. Und Sie sehen ja, denke ich, über dieses Fitnessarmband, das ist alles so analog und ähnlich. Da darf man dann auch mal solche Vergleiche ziehen. Wenn Sie wirklich auch wirklich so ein paar kleine kantige Details haben möchten, scannen Sie mal echt die FAQ-Seite. Da haben wir auch Ja. Videos. Da kann man dann auch noch mal ein bisschen sehen, wie funktioniert das. Da wird auch ein bisschen angedeutet, wie funktioniert denn so eine Nutzerverwaltung. Ein, zwei, 3 Minuten, da können Sie sich so ein Thema auch vielleicht für oder mit Ihren Kunden dann auch natürlich reinziehen. Ah, die Frage Lebensdauer. Lebensdauer. Ich denke, Sie meinen Lebensdauer vom Sensor. Ah, stimmt, das sind, ah, da wurde es gerade Ja. bestätigt. Ja. Genau. Lebensdauer von dem Sensor ist tatsächlich auf 5 Jahre ausgelegt. Das hat eine Batterie da drin. 5 Jahre ist für ein Wireless-Gerät eigentlich recht stattlich, auch gerade in der Industrie. Wir sprechen auch von höheren Temperaturen, Temperaturbereich Genau, bis 85 Grad. bis 35, Sagen wir mal, 85. steht heute im Datenblatt, das Ding kann aber mehr ab. Okay. So viel dazu. Genau, hat sich auch jetzt in den letzten 2, 2,5 Jahren, seit wir das auch pilotiert haben und eingeführt haben, hat sich das bewährt. Es konnte natürlich nicht gegen aggressive Waschsäure ankämpfen. Das war der einzige Fall, wo ich gemerkt habe, da hat er aufgegeben. Tatsächlich ist es ein sehr, sehr robustes Gerät. Und auch Thema Batterielebenszeit, Sie können da auch ein bisschen haushalten. Also es gibt auch einen Energiesparmodus, den kann man konfigurieren. Denn diese 5 Jahre Lebenszeit sind darauf ausgelegt, wenn das Gerät wirklich 5 Jahre lang 24 Stunden Bluetooth anhat. Okay. Also wenn ich jetzt im Betrieb bin und habe einen automatischen Datenabruf, dann kann ich auch sagen, ich lasse das morgens in einem Ach so, also 3-Stunden-Intervall. ich habe hier auch die Möglichkeit, den Parameter einzustellen. Bitte die Daten nur alle 24 Stunden rausholen. Ja, also Nicht die, nicht direkt okay. rausholen, aber man zwingt quasi dazu, Ja. weil das Gerät ja einfach in den restlichen 21 Stunden dann nicht mehr an ist. Ne, also sich nicht zumindest sich nicht meldet. Und Okay. damit kriegen Sie natürlich nach hinten raus viel, viel mehr Batterielebenszeit. Okay, jetzt noch die Frage, ob das auch mitteilt, wie lange seine Lebenszeit noch ist. Ja, Sie haben da ein kleines Batteriesymbol. Und Thema Mitteilung, reingucken ist ja das eine. Sie können auch ein Häkchen setzen und eine E-Mail-Benachrichtigung bekommen. Okay, also wenn hier wirklich die Batterien nach 5 Jahren oder nach 4 Jahren oder nach 6 Jahren mal leer sind und ich den dann tauschen muss, dann kriege ich eine E-Mail-Benachrichtigung. Genau. Okay. Bei dem Kleinen ebenfalls. Bei dem Kleinen ist es tatsächlich so, kleiner, weniger Batterie, ist eher auf 2 Jahre begrenzt. Hier ist aber auch natürlich die Schwierigkeit, das Ding schraubt sich auf Wälzlager drauf, da können Sie nicht so einen großen Klopper dran machen. Ja. Ja. Auch bei dem Thema Batterie ist vielleicht nochmal eine Botschaft an der Stelle ganz gut. Das lebt ja auch mit den Folgeversionen weiter. Na, die Technik, die Hardware, die folgt der Software und das, was wir heute haben, sieht in 2 Jahren auch viel leistungsstärker aus. Kennen wir von den Handys. Kennen wir von den Handys. Und bei den meisten Handys ist es ja auch, dass du heutzutage nicht mehr die Akkus vernünftig tauschen kannst und ja, eigentlich nach 5 Jahren neues Handy hast. Ja. Gut. So, dann, wir sind genau mit Punktlandung. Punktlandung dabei. Haben Sie noch weitere Fragen? Gut, dann. Tobias, vielen Dank. Ja, gerne schön. Ich bedanke mich auch bei Ihnen für die Teilnahme, für die rege Teilnahme natürlich und auch für die Fragen. Wenn Sie noch weitere Informationen benötigen, Sie haben die Möglichkeit, uns einmal übers Internet aufzusuchen, die Inhalte, FAQ, ja, ansonsten über den bekannten Außendienstler. Und somit, ja, vielen Dank für die Teilnahme. Mein Name ist Thomas Querton.
Tobias Schmidt. Vielen Dank für die Teilnahme und wünsche noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.